dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Herr, du kennst meinen Weg und du ebnest die Bahn und du führst mich den Weg durch die Wüste. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, noch bevor wir dich suchen, bist du bei uns. Bevor wir deinen Namen kennen, bist du schon unser Gott. Öffne unser Herz für das Geheimnis, in das wir aufgenommen sind, dass du uns zuerst geliebt hast und dass wir glücklich sein dürfen mit dir. Nicht weil wir gut sind, dürfen wir uns dir nähern, sondern weil du Gott bist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Ja, einige Gedanken jetzt im Hinblick auf die bevorstehende Erstbeichte, die ja in den Kleingruppen vorbereitet werden soll, sofern das dann eben möglich ist, in den Haushalten, in den Privathaushalten zusammenzukommen, durch diese Kleingruppen zu bilden. Ein Teil der Vorbereitung ist auch für die Eltern. Die Eltern sollen ja dann auch irgendwelche Impulse mitbekommen, um mit ihren Kindern über die Sakramente zu sprechen. Diese Sakramente,
in die die Kinder empfangen, auf die sich die Kinder vorbereiten. Ich möchte jetzt zurückgehen zum Beginn dieser Geschichte ihrer Kinder mit Jesus Christus. Sie haben ihre Kinder zur Taufe gebracht und da hat das Leben ihrer Kinder mit Christus, in der Beziehung mit Christus begonnen. Dieses neue Leben als Kinder Gottes. Natürlich können wir sagen, er hat ihre Kinder vorher schon bejaht, bevor sie sie zur Taufe gebracht haben, so wie sie auch Ja gesagt haben zu ihren Kindern und ihre Kinder empfangen und erwartet haben. Stellvertretend für die Kinder haben sie aber im Augenblick der Taufe Ja gesagt zum Glauben. Und sie haben versprochen, ihr Kind, ihre Kinder im Glauben zu erziehen. Gott und den Nächsten lieben, zu lehren, mit ihren Kindern zu beten, ihren Kindern zu helfen, einen Platz in der Gemeinschaft der Kirche zu finden. Also dieses Fest der Taufe ist der Schritt in ein neues Leben mit Jesus Christus. Ein Zeichen, ich komme da noch drauf zurück, diese Zeichen, die er uns schenkt, die sozusagen Treffpunkte mit ihm sind, die Begegnungsräume mit ihm sind, die etwas konkret machen, an dem wir uns festhalten können. Eben eine Ampel erinnert uns an Regeln, die es überall gibt, nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch bei Spielen zum Beispiel. Spiele ohne Regeln werden ja langweilig oder konfus oder chaotisch. Es gibt überall Regeln, eben auch beim Spiel, wenn man sich vorstellt, da haben wir ein Brettspiel ohne Regeln, das würde nicht funktionieren, oder ein Fußballspiel, das würde dann nicht funktionieren. Es sind Grundsätze des Zusammenlebens, es sind Regeln des Zusammenlebens, die sie ihren Kindern mitgegeben haben von Anfang an und wo sie ihnen aufgezeigt haben, wir brauchen diese Regeln, wir brauchen auch Grenzen, die unserem Verhalten gesetzt sind. Meine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Also wo sie, da denke ich, da haben sie den Kindern schon den Sinn von Regeln erschlossen, sie diese nahegelegt haben und auch schon eine Vorbereitung geleistet im Hinblick auf die Beichtvorbereitung, Gewissen gebildet. Was darf ich tun? Wovon muss ich ablassen? Aber was auch ganz wichtig ist, wozu bin ich verpflichtet? Zum Beispiel, wenn jemand in Schwierigkeiten ist, Hilfe zu leisten. Weil es wird ja oft gesagt, ich habe nichts Schlechtes getan, aber das genügt uns nicht als Christen. Es geht auch darum, immer wieder das Gute zu tun. Ich kann bei jemandem einfach kaltschnäuzig vorbeigehen, der in Not ist, und ihm nicht weiterhelfen im Straßenverkehr oder sonst irgendwie. Den Kindern haben sie die frohe Botschaft erschlossen. Das hat schon damit begonnen, dass sie ihren Kindern gesagt haben, wer dieser Mann am Kreuz ist. Wer ist dieser Mann? Wie kann ich ihn nennen? Wie kann ich ihn anrufen? Das ist Jesus Christus. Sie haben ihren Kindern von Jesus Christus erzählt.
Um von Jesus Christus zu erzählen, das heißt sicherlich Erzählungen der Bibel weiterzuerzählen, aber auch durch Zeichen, durch Rituale, durch gemeinsame Vollzüge den Kindern etwas von Jesus sagen, von Jesus Christus sagen. Das kann das geweihte Wasser sein, mit dem wir uns bezeichnen und dem wir die Kinder bezeichnen und das uns eben an die Taufe erinnert und damit an diese Beziehung zu Jesus Christus, die für uns als Getaufte in der Taufe grundgelegt ist. Das kann das Kreuzzeichen eben als solches sein, was uns an Jesus erinnert, der das Kreuz auf sich genommen hat, der Mensch geworden ist. Das kann das Verweilen vor der Weihnachtskrippe sein, am Adventkranz, das gemeinsame Gebet, das in Beziehung treten zu Gott durch Jesus Christus. Das eben aber ganz wichtig, eben auch das Erzählen, das Weitererzählen der frohen Botschaft. In der Mitte unseres Glaubens steht die frohe Botschaft, Evangelium heißt frohe Botschaft, also diese frohe Botschaft weiterzusagen und so Christus kennenzulernen, das ist ganz, ganz zentral. Und eben die Sakramente sind, wie gesagt, Begegnungsräume mit Jesus Christus. Orte, an denen wir mit ihm, mit dem Geheimnis seines Lebens in Berührung kommen. Eine Kerze entzünden ist auch ein Ritual, wo wir in das Kerzenlicht hineinschauen, ruhig werden dabei. Oder eben nicht nur irgendeine Kerze entzünden, sondern die Taufkerze entzünden. In Schulklassen, die ich so besuchen habe dürfen, im Zusammenhang mit der Erneuerung des Taufgedächtnisses, habe ich manchmal gefragt, wer entzündet zu Hause manchmal die Taufkerze oder wann entzündet ihr sie? Da sind auch ganz interessante Antworten gekommen, dass auch jemand gesagt hat, zum Beispiel zu Weihnachten entzünde ich die Taufkerze. Oder am Tauftag wäre schön, oder am Namenstag. Ja. Deswegen brennt hier auch die Osterkerze. Sie haben ja, oder der Pate, die Patin, der Papa vom Kind, hat im Moment der Taufe oder am Tag der Taufe die Taufkerze am Licht der Osterkerze entzündet. Die Osterkerze steht für den auferstandenen Jesus und er hat im Augenblick der Taufe sein Licht im Herzen der Kinder entzündet, sind sein Licht aufgenommen und dieses Licht wollen wir immer wieder neu zum Leuchten bringen. Dieses Licht, das Christus in unserem Herzen in der Taufe entzündet hat, das können wir immer wieder neu zum Leuchten bringen, wenn wir uns daran erinnern, eben, dass dieses Licht ein Geschenk ist, dass dieses Licht seine Nähe ist, seine Liebe ist. So auch bei der Erstbeichte. Ich bitte die Eltern immer, dass sie den Kindern die Taufkerze mitgeben zur Erstbeichte, damit wir die dann nach der Beichte entzünden oder sie als Eltern, das ist auch immer schön, wenn sie als Eltern mit ihrem Kind, dann ihrem Kind helfen, eben die Taufkerze an der Osterkerze zu entzünden. Das heißt, die Kinder kommen von der Beichte heraus und entzünden ihre Taufkerze und strahlen dann dabei auch vor Freude. Ja, zum nächsten Bild. In allen Sakramenten, in den Ritualen, in den Vollzügen des Glaubens muss es uns immer um die Begegnung mit Jesus Christus gehen, darum, dass wir hinführen zu dieser Begegnung mit ihm. Er ist die Wahrheit, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, wie es hier auch steht auf dem Buch
dass dieser Christus im Mosaik hält. Und Glaube ist ein Beziehungsgeschehen. Ich kann mich immer erinnern, wie ich klein war und vor dem Einschlafen gebetet habe. Es sind mir meine Bezugspersonen bewusst geworden. Meine Eltern und Gott. Also bei ihnen durfte ich mich geborgen fühlen. Bei Gott darf ich mich nach wie vor geborgen fühlen. Ja, wir kommen zum nächsten Bild schon. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Wir, nicht nur Jahrhunderte, sondern Jahrtausende durchstreift. Gott spricht den Menschen an. Das ist eine Urerfahrung des Menschen. Der Mensch fühlt sich schon angesprochen mal durch die Schöpfung, wenn ihm aufgeht, da muss jemand dahinter sein, hinter der Schöpfung, hinter der Größe der Schöpfung, hinter der Schönheit der Landschaft, hinter all dem, was da an Gedanken dahinterstehen muss, an Intelligenz dahinterstehen muss. Aber Gott beruft den Menschen auch ganz konkret. Denken wir an Abraham, berufen wird, aufzubrechen aus seiner Heimat, nach Ur in Chaldea, hinzugehen mit seiner ganzen Sippe. Wo denken wir hier an Mose, hier am brennenden Dornbusch? Aus dem brennenden Dornbusch kommt die Stimme: Zieh deine Schuhe aus, denn hier ist heiliger Boden. Ich bin da, so beschreibt sich Gott, der den Mose anspricht, der seine Schafe oder die Schafe seines Schwiegervaters weidet. Ja, Gott spricht den Menschen an und dadurch wird der Mensch sozusagen erst bewusst, wer er ist, wie wichtig er als Mensch ist, weil er von Gott angesprochen ist, weil er von Gott einen Auftrag, eine Aufgabe übertragen bekommt, eine Verantwortung übertragen bekommt, könnte wir sagen. Wir dürfen uns erfahren als Menschen, die von Gott gemeint sind, von Gott angesprochen sind, nicht nur von ihm ins Leben gerufen, sondern auch immer wieder von ihm angesprochen. Mit uns tritt er immer wieder neu in die Verbindung. Und dann kann unser Leben eine Antwort sein auf das Wort, das Jesus Christus ist. Und mir gefällt dieses Bild so gut. Dieses Bild von Mose, der die Schuhe auszieht, weil hier heiliger Boden ist, Ort der Gegenwart Gottes. Weil wir haben ja auch hier, jetzt ist es gleich für Sie auch sichtbar von der Seite, wir haben hier ein Licht vorne am Tabernakel, das in einem roten Gefäß drin ist, ein rotes Gefäß, und dieses Licht leuchtet Tag und Nacht. Es heißt das ewige Licht, das ewige Licht. Und es will uns eben auch sagen, hier ist ein heiliger Ort. Hier ist ein heiliger Ort. Hier wohnt Jesus Christus in der heiligen Eucharistie, im Tabernakel. Auch wenn die Messe zu Ende ist. Deswegen ist es auch eine schöne Geste, wenn wir eine Kniebeuge machen, wenn wir in die Kirche reinkommen und damit Jesus grüßen. Ja, ist mir diese Beziehung heilig? Und wie drückt sich das aus? Durch welche Zeichen, durch welche Haltungen, durch welche Entscheidungen? Gibt es heilige Momente in meinem Alltag? Gibt es Momente, die mir heilig sind? Das Morgen-, das Abendgebet, das Tischgebet, das aus dem Essen auch einen Kleingottesdienst macht. Gibt es heilige Zeiten, Tage, Feste, die der Woche, dem Jahr eine Prägung, auch einen
eine Festigkeit geben. Fest feiern heißt auch etwas festmachen zu haben. Das ist mir wichtig, das ist mir ein Anliegen. Das gibt meinem Leben, es gibt jedem Jahr, jedem Monat ein Gepräge. Und dann heilige Haltungen. Nicht mehr sagen vom Advent. Der Advent ist die Zeit der Erwartung. Ja? Auch eine heilige Haltung, die Erwartung. Oder von der Fastenzeit auch die Zeit der Umkehr, des Verzichts, auch der Vorbereitung eben auf Ostern, so wie Advent die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten ist. Oder die Haltung der Freude, der Festlichkeit, der Unbeschwertheit, das vielleicht mit einem Fest der Freude verbunden ist, der Dankbarkeit. Diese Haltungen, auch diese Haltungen sind zu pflegen, so wie die heiligen Zeichen. Möchte ich jetzt zum nächsten Bild übergehen. Und wir kommen da schon der Beichte irgendwie näher. Denn wir sehen hier, wie sich Jesus im Jordan von Johannes, dem Täufer, taufen lässt. Und zu Johannes, dem Täufer, sind die gekommen, die ausdrücken wollten, sie wollen ihr Leben ändern, sie wollen umkehren. Dazu hat Johannes aufgerufen. Diese Taufe des Johannes war eben als Büßertaufe bekannt, so für Menschen, die sich reinwaschen lassen wollten von, durch diese Taufe des Johannes. Und jetzt kommt da Jesus daher, und ich frage dann meistens die Kinder in der vierten Klasse, Grundschule, ja, hätte sich Jesus taufen lassen sollen, dann hätte er sich taufen lassen brauchen, dann sagen sie alle, nein, ist er der Sohn Gottes, was in diesem Moment auch offenbar wird. Aber Jesus wollte ausdrücken, er ist allen nahe, er ist solidarisch mit allen, die umkehren, die bekennen, dass sie auf Gottes Hilfe angewiesen sind, um wieder aufzustehen, wieder neu anzufangen. Mit allen, die sich nicht für vollkommen halten, dann so nimmt er diese Taufe auf sich, diese Büßertaufe. Diesen Moment erscheint dann der Heilige Geist in Gestalt einer Taube, heißt es, und die Stimme von oben sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Also Jesus wird genau in diesem Moment, dass sich einreiten die Schar der Sünder, oder derer, die sich als solche bekennen, offenbar als der Sohn Gottes. Die Lossprechung, so sagt es uns die Kirche, Lossprechung in der Beichte ist mit einer zweiten Taufe vergleichbar. Der Urzustand, der uns in der Taufe geschenkt ist, einfach als unbeschriebenes Blatt vor Gott sein Leben anfangen zu dürfen, ganz rein, wie es eben ein Kind ist, aber auch ein Erwachsener, der sich taufen lässt, dieser Urzustand wird wiederhergestellt. Gott ist nicht nachtragend, sondern er lässt uns immer wieder neu anfangen. Er schenkt uns immer wieder einen Neuanfang. Wir kommen da zum nächsten Bild aus einem Film. Und ich denke, es ist zu erkennen, was da dargestellt wird. Es ist der Zachäus, ne? Kleiner Mann auf Bank. Übrigens, sei es die Taufe Jesu, als auch die Erzählung von Zachäus kommen im Vorbereitungsbuch vor. Ja, Jesus sucht uns auf, um uns auf den Weg des Lichts zu rufen. Weil er sagt ja diesem kleinen Mann, der als
als ein korrupter Zöllner bekannt war, als einer, der sich auf Kosten der Armen bereichert hat, der seinen Beruf missbraucht hat, um sich zu bereichern. Er sagt ihm: Komm schnell herunter, Zachäus, heute will ich bei dir zu Gast sein. Das setzt sich der Zachäus nie erwartet, damit hätte er nie gerechnet, dass Jesus bei ihm einkehren will. Dieser berühmte Mann, von dem er so viel gehört hatte, den er unbedingt sehen wollte, zumindest von Baum, der als Heiland bekannt ist, als Messias, er will jetzt bei ihm, bei Zachäus, einkehren. Und sie wissen, zusammen sein mit Jesus, da verspürt Zachäus dann Reue über sein Verhalten, über sein Leben. Ja. Und aus Freude über den Besuch Jesu gibt er Jesus das Versprechen, er will alles wieder gut machen. Er will den Armen das Doppelte und Vierfache zurückgeben von dem, was er genommen hat. Also er macht sich einen Vorsatz. Das, was da geschieht im Leben des Zachäus, ist mit dem vergleichbar, was bei der Taufe, bei der Beichte geschieht. Dass Jesus eben bei uns einkehren will in unserem Herzen, dass wir uns darüber freuen, dass er uns nahe ist und dass wir aus dieser Freude heraus sagen: Ich möchte auf dem Weg des Lichtes mit dir, Jesus, zurückkehren. Ich möchte wieder neu anfangen. Es tut mir leid, was nicht gut war. Es tut mir leid, was ich versäumt habe, einen guten. Es tut mir leid, dass ich jemanden verletzt habe, wenn ich deinen Willen nicht entsprochen habe. Und ich gebe dir das Versprechen, es wieder gut zu machen. Der Priester ist da sozusagen der das Ohr, Jesus das Ohr leiht, der natürlich zum strengen Schweigen verpflichtet ist. Und der Priester soll mir helfen, eben da mich nicht vorbeizuschwindeln, sozusagen an dem, was Gott von mir oder was Jesus von mir erwartet. Dieses Gemälde von Rembrandt ist sehr berühmt. Es ist auch die Grundlage eines Buches. Das ist eine ganze Meditation zu diesem Bild. Dieses ist eigentlich hier nur ein Bildausschnitt. Der verlorene Sohn der Heimkehr. Wir haben den Abschnitt aus dem Evangelium vorhin gehört. Ja, was können wir über diesen jüngeren Sohn sagen? Er ist vergleichbar mit dem Menschen, dem die Freiheit geschenkt ist. Dieser jüngere Sohn ist frei, sein Erbe vorzeitig entgegenzunehmen und damit zu machen, was er will. Sein Vater schreibt ihm nichts vor und er geht. Und wie geht er mit seiner Freiheit um? Er verschleudert sein Erbteil, er verschleudert dieses Vermögen, das ihm vom Vater gegeben wurde. Er verspürt dann Bedauern, Reue darüber, dass er mit seiner Freiheit schlecht umgegangen ist. Er kehrt zum Vater zurück. Und er weiß, dort hat er es gut. Und was sagt er zum Vater? Er sagt ihm, vielleicht kann sich jemand an einen Satz erinnern. Ich bin es nicht wert, nicht mehr wert, ein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das möchte er eigentlich sagen. Aber er kommt gar nicht dazu, weil der Vater ihn umarmt. Es ist schon etwas Besonderes, dass ein älterer Mann, ein Patriarch, könnte man sagen, dem Sohn entgegenläuft
Er hat ihn erwartet und der umarmt ihn und er lässt ein Fest für ihn feiern. Ja, Pizza, ein Fest der Versöhnung, dass dieser Sohn wieder lebt, dass er neu geboren ist. Die Beziehung wird wieder hergestellt. Hier ein Osterbild, der Auferstandene und die Botschaft des Auferstandenen an seine Jünger ist die, die wir in jeder Messfeier wieder hören. Der Friede sei mit euch. Jesus macht seinen Jüngern keine Vorwürfe, sondern er überbringt ihnen die Botschaft des Friedens. Was ist die Voraussetzung für die Beichte und welche sind die Voraussetzungen? Das Eingeständnis des eigenen Versagens, die Richtlinie für dieses Eingeständnis sind das Evangelium und die Kirchengebote. Das Gewissen bietet sich eben in der Auseinandersetzung mit der frohen Botschaft, mit dem Evangelium und mit der Glaubenslehre der Kirche und in ihrer Gemeinschaft. Wir könnten das so zusammenfassen, was dann in der Beichte vor sich geht, dass wir uns besinnen, dass wir bereuen, dass wir bekennen, dass wir das irgendwie in Worte fassen, was wir uns überlegt haben und sozusagen da konkret werden mit einem Gegenüber. Das Gegenüber ist der Priester, der lossprechen kann. Ja. Und das ist das Schöne am Dienst des Beichtvaters, er kann lossprechen, er muss die Schuld nicht erklären. Ein Psychologe hat die Aufgabe, etwas zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Das muss der Priester nicht machen. Er muss lossprechen und dann die Buße. Das heißt, ich möchte etwas tun, um mich zu bessern, grundsätzlich etwas zu bessern. Zum Beispiel kann man auch vornehmen. Ich sage, ich möchte geduldiger werden, ich möchte dankbarer sein, ich möchte meine Dankbarkeit auch öfters ausdrücken oder meine Wertschätzung für jemanden. Wir sehen also auch durch dieses Bild noch einmal sehr schön, so die Taufe ist auch das Sakrament der Buße und Versöhnung Beichte ist ein österliches Sakrament, ein Neugeborenwerden durch die Versöhnung, die Jesus Christus in diesem Sakrament schenkt. So wie wir durch die Taufe neu geboren werden in dieser Beziehung mit Christus, so wird diese Beziehung neu hergestellt durch die Lossprechung in der Beichte. Wir wollen jetzt einige Fürbitten beten. Guter Gott, hilf uns, unseren Kindern die Freude an der frohen Botschaft zu vermitteln, indem wir uns selbst von deinem Wort bewegen lassen. Guter Gott, du schenkst Frieden und Versöhnung. Hilf uns, mit allem, was uns belastet, zu dir zu kommen und bei dir neuen Mut zu finden. Guter Gott, du stehst uns bei. Lass alle, die erkrankt und einsam sind, durch kleine Zeichen unserer Aufmerksamkeit deine Nähe spüren. Bitte nicht, höre uns. Guter Gott, du schenkst uns die Sakramente als Ausdruck deiner Liebe. Lass uns diese deine Zeichen dankbar entgegennehmen. Höre uns. Guter Gott, du bist die Wahrheit und das Leben. Lass uns demütig sein und einsehen, dass wir deiner Vergebung bedürfen. Ja, wir wollen jetzt zusammen auch das Vaterunser beten, auch ein Versöhnungsgebet, Friedensgebet dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne, beschütze euch und eure Familien, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus.